So, hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten deutschsprachigen Video von Hour of the Truth, Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Eine Stunde Lesung aus dem Buch von Babylon nach Rom von Alexander Hislop in Abschnitt 4 des Kapitel 4, die letzte Ölung, fahren wir heute fort und werden uns eine Stunde dieser Sache widmen. Am heutigen Samstag, den Sabbat, dem 11. Juni 2016, nehme ich das auf. Dauert vielleicht ein bisschen, bis ich es hochlade, aber ich habe ja so viele andere Dinge, die in der Zwischenzeit euch auch noch warm halten. Die letzte Ölung heißt Abschnitt 4 aus Kapitel 4, in dem wir jetzt fortfahren. Der letzte Dienst, den der Katholizismus lebenden Menschen erweist, ist die letzte Ölung, ja, eins der Sakramente aus der sogenannten einzigen Kirche auf dieser Welt, außer derer es keine Errettung gibt, so wie sie selbst sagt, dem römischen Katholizismus. Um sie im Namen des Herrn zu salben, nachdem ihnen die letzte Beichte abgenommen und die Absolution erteilt wurde, und sie so auf ihre letzte und unsichtbare Reise vorzubereiten. Hier habe ich auch schon im Teil 4 der Luther 2017 Vorträge erklärt, und das kann man sich auch ruhig ansehen zum besseren Verständnis. Die Vorträge von der Reihe Luther 2017, 500 Jahre Reformation, wo stehen wir heute? Kann ich sowieso nur jedem sehr warm ans Herz legen, sich mal anzuhören. Nun, der Grund für diese Salbung, also der letzten Ölung der sterbenden Menschen, wird angeblich einem Gebot des Jakobus hinsichtlich des Besuchs von Kranken entnommen. Wenn man jedoch diesen betreffenden Textabschnitt richtig zitiert, das ist ja oftmals ein Problem, dass Bibelzitate aus dem Zusammenhang genommen werden, deswegen erscheint der Papst ja auch immer in so einem schönen christlichen Licht, das er überhaupt nicht verbreitet, nur weil er hier und da mal die Bibel zitiert, aber man muss das im Zusammenhang sehen. Also wenn man jedoch diesen betreffenden Textabschnitt richtig zitiert, so stellt sich heraus, dass eine derartige Praktik niemals aus der apostolischen Anweisung hervorgehen konnte und sie aus einer ganz anderen Quelle stammen muss. Ist jemand krank unter euch? Fragt Jakobus in Kapitel 5, Vers 14 und 15. Und ich lese eben die beiden Abschnitte mal eben, oder die beiden Verse aus der Schlachter 1951 vor. Zitat: Ist jemand von euch krank, der lasse die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen und sie sollen über ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Im Gebet des Glaubens wird den Kranken die Sünde vergeben durch den Herrn und nicht durch einen Priester. Das ist schon mal der erste große Unterschied. Nun, es ist deutlich, dass dieses Gebet und die Salbung für die Genesung der Kranken bestimmt war und damit nicht unbedingt für die Sterbenden, aber eben der Kranken. Die apostolischen Männer, die das Fundament der christlichen Gemeinde legen sollten, waren von ihrem großen König und Haupt mit wunderbaren Fähigkeiten ausgestattet worden. Mit Fähigkeiten, die nur für eine Zeit bestimmt waren und dann vergehen sollten, wie die Apostel, die sie ja ausübten, selbst erklärten. Das heißt, diese Fähigkeiten hat heute niemand mehr. Das heißt, wenn sich da ein Priester hinstellt und meint, er hätte dieselben Fähigkeiten wie die Apostel zu der Zeit, und wir sprechen hier über die Zeit von kurz nachdem Jesus gekreuzigt wurde, in der Zeit, die in der Apostelgeschichte festgehalten wurde, das kann man ja in dem Buch der Apostelgeschichte auch selber nachlesen, das ist heute nicht mehr so. Jedenfalls, dass sie das selbst erklären, können wir nachlesen im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 8, Zitat: Die Liebe hört nimmer auf, wo doch die Prophezeiungen ein Ende haben werden, das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufgehoben werden soll. Ende Zitat. Das Zungenreden aufhören wird. Ja, was ist denn bitteschön diese charismatische Bewegung, die einen ganz großen Schub erhalten hat nach Vatikan II, dem Vatikanischen Konzil zwischen 1962 und 65, also vor knapp 50 Jahren? Das Zungenreden.
Und Leute, die heute Zungen reden, die meinen tatsächlich, dass das der Heilige Geist ist, der sie dazu befähigt. Ich kann dazu nur sagen, wenn ich irgendwelche Wörter sage, die ich selber nicht verstehe, dann teste ich nicht den Geist, der in mir ist und der mich befähigt, diese Worte zu sprechen. Der Heilige Geist spricht nicht in Rätseln und hat das auch niemals getan, auch nicht bei den Aposteln. Aber das Zungenreden ist des Teufels. Schaut euch nur mal als kleiner Tipp, falls ihr es nicht kennt, das Video an von Kenneth Copeland, von seiner Kirchengemeinde da, wo er mit dem Bischof Tony Palmer auftrat, wo es darum geht, dass der Protest so gesagt vorbei ist. Das ist jetzt von 2014, glaube ich, wenn ich nicht ganz verkehrt bin, wo auch der Papst seine Botschaft dem Tony Palmer mitgegeben hat über das iPhone. Da habe ich ja selbst ein Video drüber gemacht. The protest is over? Fragezeichen. Könnt ihr euch ja angucken. Das ist zwar in Englisch, eine Viertelstunde, aber ganz interessant. Aber wenn man sich das Video anguckt, das in der Beschreibungsbox meines Videos mit eingefügt ist, also in der Beschreibungsbox ist der Link dazu, dann sieht man auch den Kenneth Copeland da in Zungen reden. Und wenn ich mir das ansehe und wenn ich mir das anhöre, dann höre ich wahrhaftig den Teufel sprechen und sicher nicht den Heiligen Geist. Na gut, diese Fähigkeiten wurden an jedem Tag von den Ältesten der Gemeinden ausgeübt, als Jakobus seinen Brief schrieb, und zwar um den Leib von Menschen zu heilen, wie es auch unser Herr selbst tat. Wie es der Ausdruck schon erklärt, ist die letzte Ölung Roms nicht für einen solchen Zweck bestimmt. Sie ist nicht dazu bestimmt, die Kranken zu heilen oder sie aufzurichten, denn sie sollte keinesfalls gespendet werden, bevor nicht alle Hoffnung auf Genesung dahin ist und der Tod sichtbar vor der Tür steht. Da muss das Ziel dieser Salbung dem der biblischen Salbung genau entgegengesetzt ist. Ich komme aus dem Kommentieren gar nicht mehr raus. Wie immer, die Lehre des satanischen Roms ist 180 Grad gegenüber der Lehre des Wortes Gottes aus der Bibel. Da muss das Ziel dieser Salbung, dem der biblischen Salbung genau entgegengesetzt ist, muss sie aus einer ganz anderen Richtung stammen, und zwar aus der, aus welcher der Katholizismus so viel Heidentum in seinen eigenen übelriechenden Schoß geholt hat, wie wir bereits vorher sahen. Und immer wieder lernen wir, wie gerade eben gesagt, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche 180 Grad entgegengesetzt ist der Lehre des Wortes Gottes. Kommt heraus aus ihr, mein Volk, nehmt Abstand von den falschen Lehren dieser falschen satanischen Kirche und studiert das Wort Gottes, um zu der Erkenntnis der einzigen Wahrheit zu kommen. Päpste und Priester lehren niemals die Wahrheit Gottes, sondern ihre Wahrheit, nur ihre Wahrheit und sonst gar nichts. Die letzte Ölung stammt offensichtlich aus den chaldäischen Mysterien. Unter den vielen Namen des babylonischen Gottes gab es den Namen Beelzamen, das so viel bedeutet wie Herr des Himmels, was der Name der Sonne ist, aber natürlich auch des Sonnengottes. Beelzamen bedeutet eigentlich aber auch Herr des Öls und sollte offensichtlich ein Symbol für den göttlichen Namen Messias sein. Bei Herodot finden wir eine Aussage, die diesen Namen allein vollständig erklären kann. Dort wird beschrieben, wie eine Person geträumt hat, dass die Sonne ihren Vater gesalbt hatte. Dass die Sonne jemanden salbt, ist gewiss keine Vorstellung, die auf natürliche Weise von alleine entsteht. Bedenkt man jedoch, dass der Name Beelzamen, Herr des Himmels, auch Herr des Öls bedeutet, so sieht man schnell, wie diese Vorstellung wohl zustande kam. Dies erklärt auch, warum der Licham des Leich... Entschuldigung. Licham ist flämisch. Steht hier nicht. Dies erklärt auch, warum der Leichnam des babylonischen Belus von der Zeit des Xerxes in seinem Grabmal in Babylon in Öl schwimmend aufbewahrt worden sein soll. Und zweifellos wurde aus demselben Grund auch die Statue Saturns in Rom ausgehöhlt und mit Öl gefüllt. Der Ölzweig, und wir sahen bereits in einer früheren Lesung, dass er eines der Symbole des chaldäischen Gottes war, hatte offensichtlich dieselbe hieroglyphische Bedeutung. Denn wie mit dem Öl
hier der Ölbaum gemeint ist, bezeichnete ein Ölzweig sinnbildlich einen Sohn des Öls oder einen Gesalbten. Und wir können das in der Bibel natürlich nachlesen, in Zacharias Kapitel 4, Vers 12 bis 14. Zitat: Und ich hob abermals an und sprach zu ihm: Was bedeuten die zwei Olivenbüschel zur Seite der beiden goldenen Röhren, aus denen das goldene Öl fließt? Er sprach zu mir: Weißt du nicht, was diese bedeuten? Ich antwortete: Nein, mein Herr. Da sprach er: Das sind die beiden Gesalbten, welche vor dem Herrscher der ganzen Erde stehen. Ende Zitat. Daher kamen die Griechen bei vielen Gelegenheiten zum Tempel und trugen einen Ölzweig in ihren Händen, wenn sie in der Haltung von Bittstellern vor ihre Götter traten, um deren Zorn abzuwenden und ihre Gunst zu erflehen. Der Ölzweig war eines der bekanntesten Symbole der Iris Messias, dessen großer Auftrag es war, Frieden zwischen Gott und dem Menschen zu schaffen. Und so bezeugten sie, indem sie diesen Zweig des Gesalbten trugen, dass sie in dem Namen dieses Gesalbten kamen und Frieden begehrten. Die Verehrer des Baal-Samen nun, des Herrn des Himmels und des Herrn des Öls, wurden im Namen ihres Gottes gesalbt. Nicht genug damit, dass sie mit Speichel gesalbt wurden, sie wurden auch mit Zaubersalben der kräftigsten Art gesalbt. Durch diese Salben konnten in ihren Körper Drogen eingeführt werden, die ihre Vorstellungskraft anregten und die Kraft der Zaubergetränke verstärkten, die sie empfingen, so dass sie auf die Visionen und Offenbarungen vorbereitet waren, die ihnen in den Mysterien gemacht wurden. Diese Ölungen, sagt Salverté, Zitat, waren extrem häufig in den alten Zeremonien. Bevor man das Orakel von Trophonius befragte, wurden sie am ganzen Körper mit Öl eingerieben. Diese Vorbereitung trug sicher dazu bei, die gewünschte Vision herbeizurufen. Bevor Apollonius und sein Begleiter zu den Mysterien der indischen Weisen zugelassen wurden, wurden sie so kräftig mit einem Öl eingerieben, dass sie sich fühlten, als ob sie in Feuer gebadet waren. Ende Zitat. Dies war angeblich eine Ölung im Namen des Herrn des Himmels, die sie darauf vorbereiten sollte, in Vision in seine furchtbare Gegenwart zugelassen zu werden. Also eine Vision, die mich darauf vorbereitet, in die Gegenwart eines Gottes zugelassen zu werden, erinnert mich ganz furchtbar stark an die spirituellen Exerzitien, die spirituellen Übungen eines gewissen Ignatius von Loyola. Aber wer den noch nicht kennt, der verfolgt meine Lesung nicht. Da gehe ich dann jetzt erstmal nicht weiter drauf ein. Genau derselbe Grund, der eine solche Ölung vor der Einweihung in diesem gegenwärtigen System der Dinge erforderte, spricht natürlich noch mächtiger für eine besondere Ölung, wenn die Person nicht in Vision, sondern in Wirklichkeit dazu gerufen wurde, sich dem Mysterium aller Mysterien zu stellen, seiner persönlichen Einführung in die unsichtbare und ewige Welt. So entwickelte sich das heidnische System ganz natürlich selbst hin zur letzten Ölung. Seine Anhänger wurden für ihre letzte Reise gesalbt, damit durch den zweifachen Einfluss des Aberglaubens und des kräftigen Aufputschmittels, das auf dem damals einzig möglichen Weg in den Körper gebracht wurde, ihr Gemüt sowohl gegenüber dem Schuldgefühl als auch den Angriffen des Königs und Schreckens gestärkt wurde. Aus dieser Quelle allein dann besteht gar kein Zweifel, stammt die letzte Ölung des Katholizismus, die unter den Christen völlig unbekannt war, bis die Verderbnis in der Kirche weit vorangeschritten war. Bischof Gibson sagt, dass sie in der Kirche 1000 Jahre lang nicht bekannt war. Und wenn jetzt einige sagen, dem damals einzig möglichen Weg in den Körper gebracht wurden, also die Aufputschmittel und solche Sachen, ja wieso, das kann man doch auch rauchen, das Zeug, wir rauchen doch auch Cannabis, dann gebe ich hierbei zu bedenken, dass meines Erachtens das Rauchen etwas ist, was aus Amerika kam, was man erst kannte, nachdem man die Tabakpflanze entdeckt hat und dann später mit Cannabis vielleicht vermischt hat, um irgendwelche anderen Sachen zu rauchen. Davor war das Einnehmen irgendwelcher
Drogen, irgendwelcher Salbungen, halt über das Öl bekannt und auf nicht auf eine andere Art und Weise. Und das bringt uns dann auch schon zum Schluss des Abschnittes 4 in Kapitel 4, die letzte Ölung, und wir fahren gleich fort mit Abschnitt 5. Jedoch, bevor ich jetzt weiterfahre im Abschnitt 5, möchte ich, bevor ich weiterlese, doch mal eben eine Frage stellen. Nehmen wir einmal an, die Evolutionstheorie ist keine Theorie, sondern die einzige Wahrheit, die es gibt. Mal angenommen. Wir kommen also alle aus einer Ursuppe, in der durch Zufall nach Millionen von Jahren plötzlich und ohne intelligentes Eingreifen Leben in Form einer Zelle entstand. Nehmen wir an, dass aus welchem Grund auch immer diese Zelle auf einmal anfing, sich zu teilen. Sie ist ja sonst ganz allein als Lebewesen. Und so vermehrte sie sich. Nehmen wir weiterhin an, dass sich im Lauf der nächsten Millionen von Jahren diese unerklärliche Zellteilung nicht nur fortsetzte, sondern auch plötzlich mehrzellige Organismen entstanden. Manche wurden Pflanzen, manche Tiere und alle evoluierten im Lauf der Millionen von Jahren in immer komplexere Zellansammlungen. Die Tiere strebten nach Wissen, Macht und Kontrolle, was schlussendlich den Menschen fortbrachte. Auch dieser entwickelte sich vom dummen Keulenschwinger innerhalb von deutlich weniger als 1 Million Jahre zu den Geschöpfen, von denen wir hier im Buch lesen, die Heiden. Sie beten natürlich die Sonne an, die Leben gibt, nach ihrem beschränkten Verständnis, und opfern selbst ihren eigenen Nachwuchs der Personifizierung der Sonne hier auf Erden. Bitte nicht vergessen, alles, was bis hierhin passierte, in der Evolution, ist aus purem Zufall entstanden. Kein intelligentes Eingreifen war möglich, um die Evolution zu steuern, denn es gibt keinen Gott, keinen Schöpfer, keinen Erlöser und auch keine Sünde, da es kein Gesetz gibt. Da die Evolution über Leben der Stärkeren ist, muss ich den Schwachen töten, um überleben zu können und mich weiterzuentwickeln. Töten ist also eine gute Tat. Nun gehen wir eben mal wenige tausend Jahre zurück und sehen plötzlich Menschen auftauchen, die in einen Gott glauben. Eine Intelligenz, von der diese Menschen glauben, sie hätte sie geschaffen. Dieser Gott hat die Menschen mit Gesetzen ausgerüstet über den Umgang, den er von ihnen mit ihm fordert, und auch, wie sie miteinander umzugehen haben. Aus ungeklärter Ursache nehmen von heute auf morgen alle Menschen dieser Erde eben diese Gesetze auf, und zwar kollektiv, und verdrehen sie gleichzeitig dermaßen ins Umgekehrte, dass sie ein Spiegelbild der ursprünglichen Gesetze sind. Alles, was wir bisher in diesem Buch gelesen haben, geht zurück auf Religionen, die, und das bezweifelt heute niemand, nur wenige tausend Jahre alt sind, wo doch die Menschheit der Evolutionslehre zufolge mehrere hunderttausend Jahre alt ist. Da aber die Schöpfungsgeschichte pures Hirngespinst ist, das denken ja viele Leute, muss man sich doch zwangsläufig die Frage stellen, warum alle Völker dieser Erde plötzlich die Gesetze dieses Hirngespinstes angenommen haben, verdrehten und seitdem auf einem Kreuzzug sind, dieses Hirngespinst auszurotten. Mit anderen Worten, Intelligenz wird ausgerottet und ersetzt durch Lehre, weil der Nachdenken schädlich für eben diese Lehre ist. Ich habe diesen Kommentar hier vorbereitet und ich könnte im Grunde auch noch stundenlang drüber fortfahren, jedoch denke ich, dass einem jeden Menschen mit 2 Gehirnzellen, ob er sie nun aus der Evolution hat oder durch einen intelligenten Schöpfer, das ist hier egal, klar sein sollte, dass die Logik verbietet, dass solch 2 Systeme nebeneinander existieren können. Damit kommen wir zum Casus Knactus, dem Grund, weshalb ich das überhaupt vorbereitet hatte. Das eine muss vernichtet werden, dass das andere überleben kann. Der intelligente Schöpfer hat uns mitgeteilt, welche Wahrheit Bestand hat und zwingt niemanden, an ihn oder seine Gesetze zu glauben oder danach zu handeln. Er teilt uns jedoch auch die Konsequenzen unseres Ungehorsams mit. Das musste ich mir einfach mal von der Seele sprechen. Und über Evolution gegen Schöpfung,
könnte ich ein eigenes Video machen und wahrscheinlich sogar ein ganzes eigenes Buch schreiben. Aber da kann man sich ja auch mal die Vorträge von Kenneth, wie heißt er da? Ach, der im Knast saß da. Kent Hovind anschauen. Nur ich rate dazu, wenn man sich die früheren Vorträge von ihm anschaut, wo es um Schöpfung gegen Evolution geht, es dabei zu behalten und nicht seine neueren Videos anzugucken, weil er verbreitet totale Falschlehren heutzutage und ist meines Erachtens dem Satan genauso verfallen wie all die anderen großen Lehrer. Ein Beispiel dafür ist, dass das Ministerium seines Sohnes inzwischen eine 501c3-Organisation ist und er wahrscheinlich auch nicht mehr lange warten wird, bis er das übernimmt. Auf jeden Fall lehrt er einen futuristischen Antichristen und eine unverfüllte 70. Woche von Daniel, und darüber gehe ich ja in anderen Lesungen auch nochmal ein, hatte ich ja bereits gesagt und angekündigt, dass ich ein eigenes Video darüber machen werde, über Daniel Kapitel 9, sicherlich die Verse 4 bis 27. Aber ich konnte mir das nicht verkneifen, mal eben über diese Evolutionstheorie ein bisschen herzuziehen, weil schließlich geht es im Abschnitt 5 jetzt um Fegefeuer und Gebete für die Toten. Ja, warum sollte ich dann überhaupt für die Toten beten, wenn Töten ja eine gute Tat wäre? Weil es geht ja um das Überleben des Stärkeren. Der Stärkere kann ja nur den Schwächeren überleben, wenn er den Schwächeren abtötet. Daraus kommt ja so gesagt der Stärkere hervor. Und dann muss ich für diese Toten dann auch noch beten. Und was hat ein Fegefeuer damit zu tun? Wo kommt die Lehre des Fegefeuers denn her, wenn alles ja sowieso einen Evolutionsursprung hat? Das ist alles so widersprüchlich, wenn man mal drüber nachdenkt, was die römisch-katholische Kirche den Leuten im Grunde lehrt. Sicher, wo der Papst gesagt hat letztens, dass die Evolution absolut kompatibel ist mit der Schöpfungsgeschichte. Also, da sind mir wirklich fast die Ohren vom Kopf abgefallen, als ich das gehört habe. Aber was will man machen? Der Antichrist verbreitet seine Lügen, und das Problem ist, dass die meisten Menschen das nicht nur glauben, sondern dem auch noch willfährig hinterherfahren und ihn anbeten wie die Verrückten. Und das ist ja in diesen Zeiten im Augenblick ganz, ganz deutlich sichtbar. Da muss ich ja gar nicht weiter drauf eingehen. Aber Entschuldigung, ich will jetzt auch gar nicht weiter groß abschweifen, aber ich musste diesen kleinen Ausflug mal eben machen und fahre jetzt fort mit Fegefeuer und Gebete für die Toten. Abschnitt 5 in Kapitel 4 des Buches von Babylon nach Rom von Alexander Hislop. Die letzte Ölung, fährt Alexander also fort, war schließlich doch nur eine erbärmliche Hilfsquelle im Angesicht des Todes. Kein Wunder also, dass diejenigen, die alles empfangen hatten, was die priesterliche Anmaßung ihnen angeblich verleihen konnte, um sie im Angesicht der Ewigkeit zu trösten, noch etwas anderes als nötig betrachteten. Aus diesem Grunde nistete sich in jedem System, außer in dem der Bibel, natürlich, die Lehre von einem Ort der Läuterung nach dem Tod und von Gebeten für die Toten ein. Wo auch immer wir hingehen, ob in alte oder moderne Zeiten, wir werden herausfinden, dass das Heidentum den Sündern Hoffnung nach dem Tod lässt, die zu dem Zeitpunkt ihres Sterbens bewusst ungeeignet waren für den Wohnsitz der Gesegneten. Zu diesem Zweck wurde ein Zwischenzustand vorgetäuscht, in welchem man durch läuternde Schmerzen in einer zukünftigen Welt von Schuld gereinigt werden konnte, die im zeitlichen Leben nicht beseitigt worden war, und in dem die Seele bereit gemacht wird, in die letzte Glückseligkeit einzugehen. In Griechenland wurde die Lehre vom Fegefeuer durch das oberste Haupt der Philosophen geprägt, Plato. Und wir wissen ja, dass das vierte Biest aus Daniels Prophezeiung sich zusammensetzt aus dem Körper eines Leoparden, aus den Pfoten eines Bären und aus dem Kopf eines Löwen. Babylon, Medo-Persia und Griechenland in einem. Und Plato, der höchste Philosoph aus Griechenland, wird jetzt hier weiterhin zitiert und was er gelehrt hat. Also sollte uns das auch nicht wundern, dass was hier Plato im Grunde in die Welt gebracht hat, heute von der römisch-katholischen Kirche, der Synagoge Satans, gelehrt wird. Übrigens geht Thomas von Aquinas, der
Doktor der römisch-katholischen Kirche, wie er auch genannt wird, zwischen 1225 und 1274, der gelebt hat, in seinem Werk, fünfbändigem Werk Summa Theologica, da natürlich auch drauf ein. Aber gut, genug abgewichen, Jörg, lies mal weiter. So bietet Plato, der von dem zukünftigen Gericht der Toten spricht, die Hoffnung auf endgültige Befreiung für alle an, behauptet aber von, Zitat, denjenigen, die gerichtet sind, Ende Zitat, müssten sich einige zuerst begeben zu einem unterirdischen Gerichtsort, wo sie die Strafe, die sie verdient haben, erleiden müssen. Andere dagegen werden infolge eines günstigen Urteils sofort zu einem gewissen himmlischen Platz erhoben werden und, Zitat, ihre Zeit in einer Weise zubringen, die sich an das Leben anpasst, das sie in menschlicher Gestalt geführt haben. Ende Zitat. Im heidnischen Rom wurde das Fegefeuer den Menschen ebenfalls vor Augen gemalt, doch scheint dort niemandem irgendeine Hoffnung angeboten zu werden, von dessen Qualen ausgenommen zu werden. Daher sagt Vergil, wieder einmal, Vergil im Aeneid, die Basisverfassung des Roms, des heidnischen Roms, sagt Vergil in einer Beschreibung der verschiedenen Folterungen, Zitat, weder kann das kriechende Gemüt im dunklen Verlies der Gliedmaßen eingesperrt einen Anspruch auf den heimatlichen Himmel geltend machen oder dessen himmlisches Wesen besitzen. Noch kann selbst der Tod ihre Flecken völlig abwaschen, doch lange angehäufter Schmutz bleibt selbst in der Seele, sie tragen die Überreste von hartnäckigem Laster und Flecken unanständiger Sünde sind in jedem Gesicht zu sehen. Dafür werden verschiedene Bußen auferlegt und einige werden zum Beichten in den Wind gehängt. Einige werden ins Wasser getaucht, andere im Feuer gereinigt, bis all der Abschaum verzehrt ist und jeder Rost vergeht. Alle haben ihre Manes und diese Manes leiden. Was Manes sind, da gehe ich gleich noch drauf ein. Die wenigen so Gereinigten begeben sich zu diesen Wohnstätten und atmen in weiten Feldern die milde elysische Luft. Dann sind sie alle glücklich, wenn im Laufe der Zeit die Kruste jeden vergangenen Verbrechens abgetragen wurde. Keiner ihrer gewöhnlichen Flecken ist übrig, sondern der reine Äther der Seele bleibt. Ja, diese letzten paar Sätze kann man auch simpel umschreiben als Friede, Freude, Eierkuchen, ne? Das war übrigens Zitat Ende. Nun, alle haben ihre Manes und diese Manes leiden. Was ist Manes? Manen, das kommt aus dem Lateinischen, die Manes, sind in der römischen Religion, vor allem zur Kaiserzeit, also des heidnischen Roms, die Geister der Toten, auch einige Umweltgeister. Diese sind den Römern meistens feindlich gesinnt, da sie die Ahnen ihrer Feinde sind. Sie wurden daher mit verschiedensten Opfern, unter anderem Ziegen und Riten, milde gestimmt, sowie als Dimanes, gute Götter, bezeichnet. Wurden diese Opfer und Riten nicht durchgeführt, so konnten Dimanen zu Laval bzw. Lemures werden, die bedrohlichen Charakter hatten. Zum Teil wurden die Dimanes auch mit Diparentes, den verstorbenen Vorfahren, gleichgesetzt. Entschuldigung. Die an ihren Festtagen aus der Unterwelt aufstiegen und angemessene Sühneopfer erwarteten. Dazu zog man zum Lapis Manalis, einem Stein, der eine Grube verdeckte, worin das Opfertier deponiert wurde und die Manen besänftigt wurden. Soweit die Erklärung über, was Manes sind. Alle haben ihre Manes und diese Manes leiden. Und danach ist das Zitat ja beinahe zum Ende. Nun, Alexander fährt fort, in Ägypten wurde im Wesentlichen dieselbe Lehre vom Fegefeuer gelehrt. War aber diese Lehre vom Fegefeuer erst einmal in das Gemüt des Volkes eingedrungen, so war alle Art von priestlichen Erpressungen Tür und Tor geöffnet. Ja, wenn ich erstmal diese Lehre vom Fegefeuer nehme, dann gebe ich den Priestern alle Macht, mich zu erpressen. Und wie sich das ausdrückt, na, schaut mal, genauso verhält es sich doch mit der Beichte. Dadurch, dass ich dem Priester mein Herz ausschütte und ihm alle meine Geheimnisse verrate und meine Sünden, gebe ich ihm Macht über mich. Und da will ich auch gerne mal verweisen auf eine andere Lesung,
das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, war das in Deutsch oder in Englisch, da ging es um den Père de la Chaise. Müsst ihr euch unbedingt mal anhören. Das kommt, glaube ich, vor in Luther 2017, wenn ich mich nicht irre. Und über den König Ludwig den 14. in Frankreich, der Père de la Chaise, ein Jesuit, war sein Beichtvater und hat ihn, ja, mit seinen Beichten, die er ihm getan hat, hat er ihn erpressen können und hat ihn dazu gezwungen, das Edikt von Nantes zurückzuziehen, mit dem sein Vorgänger Heinrich der Vierte die Hugenotten, die Protestanten in Frankreich, beschützt hat. Ja. Also dadurch, dass ich dem Priester mein Herz ausschütte und ihm alle meine Geheimnisse verrate, gebe ich ihm Macht über mich. Es macht mich erpressbar und abhängig von seinem guten Willen. Heutzutage gehen nicht mehr viele Menschen zur Beichte. Deswegen beauftragt die Kirche den Staat, den sie ja kontrolliert, das dürfen wir bitte nicht vergessen, diese Ausspähaufgaben zu übernehmen. Mit den heutigen Sozialnetzwerken, der Computerüberwachung und Digitalisierung der Gesellschaft im Namen der Terrorismusbekämpfung gelingt das dem Staat auch durch die völlig freiwillige Mitarbeit der Menschen. Auch über dieses Thema, genau wie Evolution, kann ich ein eigenes Buch schreiben. Deswegen belasse ich es jetzt mal hier bei diesem Denkanstoß. Aber wenn ihr euch fragt, wieso auf einmal die ganze Welt immer spricht von Überwachung, von NSA und CIA und MAD und BND und diese ganzen Geheimdienste, die Abhöraffären und was weiß ich nicht alles haben, und warum überall auf der Welt, angefangen in Amerika mit dem Patriot Act und NDAA nach 9/11 2001, angefangen wurde damit, die Privatsphäre der Menschen ergründen zu, zwischen Anführungszeichen, dürfen, das hat damit zu tun, dass eben weniger Leute in die Kirche gehen und deswegen die Kirche, die den Staat ja kontrolliert, dafür gesorgt hat, dass der Staat jetzt mit seinen Instrumenten, halt den Nachrichtendiensten, dafür zu sorgen, die Leute auszuspähen. Und wenn ich die Leute heute ausspähen will, dann muss ich vor allen Dingen erstmal wissen, was tun sie am Computer, was tun sie an ihrem iPhone, was tun sie an ihrem iPad und was tun sie über die ganzen sozialen Netzwerke. Glaubt ihr denn wirklich, das ist Zufall, dass genau zu der Zeit solche Sachen wie Facebook entstanden sind? Das ist ein CIA-Projekt von Anfang an. Und CIA heißt nicht nur Central Intelligence Agency, sondern das heißt vor allen Dingen Catholics in Action. Weil die CIA wurde gegründet von Wild Bill Donovan, einem Malteser-Ritter, und ging hervor aus dem OSS, dem Office of Defense, also dem sogenannten Kriegsministerium, wie das früher noch hieß, heute heißt ein Kriegsministerium Verteidigungsministerium. Daraus ging die CIA vor. Und die ist die hauptsächliche Nachrichtengesellschaft über die ganze Welt und kontrolliert uns eben alle in ihre angeschlossenen Tochtergesellschaften wie NSA und so weiter, gebrauchen diese ganzen sozialen Netzwerke, um uns auszuspähen. Du kannst ja sagen von, ja, ich habe nichts zu verbergen, das spielt ja alles keine Rolle, aber jeder Mensch, der diese sozialen Netzwerke gebraucht, ist so blöde, weil er gibt die ganzen Daten seiner Freunde, Bekannten und Verwandten über diese sozialen Netzwerke dem Staat in die Hände. Kontaktdaten, Geburtstage, wann man sich trifft, was man sagt und. Dafür sind diese sozialen Netzwerke unglaublich gefährliche Sachen. Und ich kann nur jedem raten, da rauszugehen, kein Facebook, kein Twitter und diesen ganzen Kram zu gebrauchen. Ich selber gebrauche Google Plus, kann auch nicht anders, weil das ist gelinkt an YouTube und über YouTube mache ich ja gerade diese ganzen Lesungen und diese ganze Aufklärungsarbeit. Deswegen werden sie mich ja irgendwann wahrscheinlich immer hopp nehmen, aber das interessiert mich nicht. Jedenfalls kann ich nur jedem anraten, mit diesen sozialen Netzwerken ganz, ganz vorsichtig zu sein, am besten da überhaupt nicht mit umzugehen. Und diese ganze Kontrolle, wenn die Leute dann immer sagen von, ja, und in die Telefone sind jetzt so Chips eingebaut, die uns kontrollieren und verfolgen und sagen können, wo wir uns aufhalten, und die können sogar die Mikrofone anstellen, wenn das Telefon ausgeschaltet ist, und Kameras einschalten, wenn sie ausgeschaltet sind, und. Das ist alles nur
weil die Leute heute weniger in die Kirche gehen, weniger von der Beichte Gebrauch machen und deswegen weniger Informationen dem Priester direkt geben. Und deswegen die Kirche sagt, ja, wenn ich es nicht auf dem einen Weg bekomme, dann muss ich es auf dem anderen Weg bekommen. Die Information brauche ich jedenfalls. Und die Beichte war schon immer in der Kirchentradition der größte Einfluss von Information, den die Kirche bekommen hat. Und wenn sie von dem mehr oder weniger abgeschnitten wird, dann gebraucht sie halt andere Wege. Und da gibt es noch so viel drüber zu erzählen, weil die ganzen Kindesmissbrauchszustände, die aus der römisch-katholischen Kirche kommen, sind eben auch hauptsächlich der Beichte zu verdanken. Aber ich will da jetzt nicht noch weiter darauf abschweifen, sonst komme ich ja hier für 2 oder 3 Seiten weit mit meiner Lesung. Aber ich hoffe, es interessiert euch und setzt euch mal ein bisschen zum Nachdenken an. Diese Dinge werden uns als tolle Erfindungen so vorgetragen und auf einmal kann man gar nicht mehr ohne leben. Ich meine, wir leben heute im Jahr 2016. Ich habe mein erstes Handy gekauft 1995. Wer kann von sich heute ehrlich sagen, dass er noch ohne Handy lebt oder leben kann? Viele meinen ja, sie könnten das gar nicht mehr ohne. Naja. Es wird halt eingeführt und dann wird man davon abhängig gemacht. Genauso wie mit dem Bezahlen von mit Kreditkarte und solche ganzen Sachen. Ist ja so schön einfach. Und der Euro ist ja so schön einfach. Habe ich nur noch eine Bezahlmöglichkeit in ganz Europa. Ja. Und wenn irgendwann der Computer abgeschaltet wird oder mein Konto blockiert wird, dann kann ich auf einmal nicht mehr kaufen und verkaufen. Da schon mal drüber nachgedacht. Aber das bringt uns wieder vom einen ins andere. Zu Offenbarung 13 und. Aber das... Der Punkt, den ich hier wirklich verständlich machen möchte, ist, dass es sich wirklich mit der Beichte genauso verhält. Da schütte ich dem Priester mein Herz aus und indem ich das tue, gebe ich ihm Macht über mich. Ich bin erpressbar und abhängig von seinem guten Willen und eben deswegen begebe ich mich in die Abhängigkeit des Priesters, in die Abhängigkeit der Kirche. Ich lese den letzten Satz nochmal, sonst verstehen wir vielleicht den Zusammenhang nicht. Also in Ägypten wurde im Wesentlichen dieselbe Lehre vom Fegefeuer gelehrt. War aber diese Lehre vom Fegefeuer erst einmal in das Gemüt des Volkes eingedrungen, so war aller Art von priesterlichen Erpressungen Tür und Tor geöffnet. Gebete für die Toten gehen stets mit dem Fegefeuer Hand in Hand. Keine Gebete jedoch können völlig wirksam sein, ohne die Einschaltung der Priester. Und priesterliche Tätigkeiten können nicht ausgeübt werden, ohne dass man sie besonders bezahlt. Daher stellt sich heraus, dass in jedem Land die heidnische Priesterschaft die Häuser der Witwen verschlingt. Ja, das können wir nachlesen in Matthäus 23, Zitat. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler! Dass ihr der Witwen Häuser fresset und zum Schein lange betet, darum werdet ihr ein schweres Gericht empfangen. Ende Zitat. Und das war übrigens Jesus Christus, der da sprach. Daher stellt sich heraus, dass in jedem Land die heidnische Priesterschaft die Häuser der Witwen verschlingt und mit den zärtlichen Gefühlen trauernder Verwandter Handel treibt, die auf sensible Weise für ihre unsterbliche Glückseligkeit des geliebten Toten empfänglich sind. Aus allen Gegenden hört man eine Aussage über die Last und den Preis dieser nachträglichen Gebete. Eine Art der Bedrückung, unter denen die armen Katholiken Irlands stöhnen, besteht in den besonderen periodischen Gebeten, für die sie zahlen müssen, wenn der Tod einen ihrer Mitbewohner davongetragen hat. Es gibt nicht nur Trauergottesdienste, und man berücksichtige hierbei bitte das Prinzip der hohen und der kleinen Messe, und Beerdigungsgebühren für die Ruhe der Verstorbenen zum Zeitpunkt des Begräbnisses, sondern der Priester stattet der Familie zu demselben Zweck wiederholt Besuche ab, die hohe Kosten mit sich bringen, beginnend mit dem sogenannten Monatsseelenamt. Das ist ein Gottesdienst zugunsten des Verstorbenen einen Monat nach seinem Tod. Etwas Ähnliches war offensichtlich im alten Griechenland der Fall, denn Müller sagt in History of the Dorians, Zitat, die Argiven brachten am 30. Tag nach dem Tod dem Merkur als dem Führer der Toten Opfer dar.
Ende Zitat. Müller sagt, dass die Argiven auch unmittelbar nach dem Tod bereits schon opferten. In Indien sind die Gottesdienste Sraddhas, die Trauerfeierlichkeiten für die Ruhe der Toten, zahlreich und bedrückend. Um deren Wirksamkeit zu gewähren, wird den Menschen eingeprägt, dass, Zitat, Spenden aus Vieh, Land, Gold, Silber und anderen Dingen, Ende Zitat, durch den Menschen selbst gemacht werden sollten, wenn sich der Tod nahte, oder wenn er zu schwach ist, durch einen anderen in seinem Namen. Wo auch immer wir hinblicken, es geht immer um etwa dasselbe. Zitat, die Goryumi, die Gebete für die Toten, Ende Zitat, so das Asiatic Journal, sind sehr teuer. Im Land der Tataren, Suidas sagt über Griechenland, Zitat, das größte und teuerste Opfer war das geheimnisvolle Opfer namens Telete, Ende Zitat. Dieses Opfer, so Plato, Zitat, wurde für die Lebenden und die Toten dargebracht und sollte sie von all den Übeln befreien, dem die schlechten Menschen unterworfen sind, wenn sie diese Welt verlassen haben, Ende Zitat. In Ägypten waren die Forderungen der Priester nach Beerdigungsgebühren und Messen für die Toten alles andere als geringfügig. Zitat, die Priester veranlassten, dass das Volk riesige Summen für die Feier von Beerdigungsbräuchen aufwendete, und viele, die kaum genug hatten, um sich das Lebensnotwendige zu beschaffen, waren bestrebt, etwas für die Ausgaben ihres Todes zu sparen. Denn außer der Einbalsamierung, die manchmal ein Silbertalent kostete, das sind etwa 250 englische Pfund, 1855, ja? Die Einbalsamierung kostet ein Silbertalent, das sind 250 englische Pfund, 160 Jahre zurück. Wurde das Grab selbst zu einem enormen Preis erworben und zahlreiche Forderungen wurden für die Feier von Gebets- und anderen Gottesdiensten für die Seele und den Nachlass des Verstorbenen erstellt. Ende Zitat. Und das war der Historiker Wilkinson, der dieses Zitat machte. An anderer Stelle schreibt er, Zitat, die Zeremonie bestand in einem Opfer, das den in den Tempeln dargebrachten ähnlich war und für den Verstorbenen einem oder mehreren Göttern geweiht wurde, zum Beispiel Osiris, Anubis und anderen, die mit Amenti zusammenhingen. Und Weihrauch und Trankopfer wurden dargebracht. Manchmal wurde ein Gebet gelesen, wobei die Verwandten und Freunde als Trauernde anwesend waren. Sie verbanden sogar ihre Gebete mit denen des Priesters. Der Priester, der bei dem Beerdigungsgottesdienst seines Amtes waltete, wurde aus dem Rang der Bischöfe ausgewählt, die die Leopardenhaut trugen. Ja? Die Leopardenhaut, geht mal zurück in diesem Buch, dann wisst ihr, was das, wo das für steht. Verschiedene andere Riten aber wurden durch einen der geringeren Priester an den Mumien durchgeführt, bevor sie nach dieser Zeremonie in das Grab hinuntergelassen wurden. Sie wurden weiterhin in Abständen durchgeführt, solange die Familie für ihre Leistung bezahlte. Ende Zitat. Dies war die Wirkungsweise der Lehre vom Fegefeuer und von den Gebeten für die Toten unter bekennenden und anerkannten Heiden. In welchem wesentlichen Punkt unterscheidet sie sich nun von der Wirkungsweise derselben Lehren im päpstlichen Rom? Ha? In beiden finden sich dieselben Erpressungen. Die Lehre vom Fegefeuer ist rein heidnisch und kann nicht einen Augenblick im Licht der Schrift bestehen. Für diejenigen, die in Christus sterben, ist kein Fegefeuer nötig und kann auch nicht nötig sein, denn, Zitat, das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt von aller Sünde. Ende Zitat. Ist dies wahr? Wo kann es da noch das Bedürfnis nach weiterer Reinigung geben? Auf der anderen Seite kann es für diejenigen, die ohne persönliche Verbindung zu Christus und folglich ungewaschen, ungerechtfertigt, unerlöst sterben, keine andere Reinigung geben, denn, Zitat, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ende Zitat. Und kann es niemals haben. Durchforscht man die Heilige Schrift, so findet man heraus, dass hinsichtlich aller derer, die in ihren Sünden sterben, der Entscheid Gottes
irreversibel ist. Zitat: Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses, und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Ende Zitat. So ist also die ganze Lehre vom Fegefeuer ein System rein heidnischen, frechen Schwindels. Sie entehrt Gott und täuscht Menschen, die in Sünde leben, durch die Hoffnung, sie nach dem Tod wieder gut machen zu können, und betrügt sie gleichzeitig um ihr Eigentum und ihr Heil. Im heidnischen Fegefeuer spielten Feuer, Wasser und Wind zusammen, wie aus den eben angeführten Zeilen Vergils herauszulesen ist, um von dem Flecken der Sünde zu reinigen. Im Fegefeuer des Katholizismus ist seit den Tagen Papst Gregors das Feuer allein das große Mittel der Reinigung. Diese Lehre, dass das große Feuer allein das Mittel der Reinigung ist, kommt direkt aus dem Katechismus Romanus. Kann jeder nachschauen. Das ist nicht Jörg, der das sagt. Das ist nicht Alexander Hislop, der das sagt. Das ist der Katechismus Romanus. Die Basis der falschen römisch-katholischen Lehre. Und während durch das Feuer der Läuterung in der zukünftigen Welt nur das durch die lodernden und reinigenden Baalfeuer der St. Johannesnacht verkörperte Prinzip ausgeführt wird, bildet es ein weiteres Verbindungsglied um das System Roms als das System von Tammuz oder Zoroaster zu identifizieren, dem großen Gott der alten Feueranbeter. Wenn nun die Wiedergeburt durch die Taufe, die Rechtfertigung durch Werke, die Buße als Befriedigung der Gerechtigkeit Gottes, das unblutige Opfer der Messe, die letzte Ölung, das Fegefeuer und die Gebete für die Toten aus Babylon stammen, kann man dann nicht mit Recht das allgemeine System Roms als babylonisch bezeichnen? Hallo? Wenn nun die Wiedergeburt durch die Taufe, das habe ich in Luther 2017, breit und deutlich erklärt, wo darin die Falschlehre liegt, neben, dass wir das auch hier bei Alexander Hislop bereits besprochen haben. Die Rechtfertigung durch Werke, ebenfalls in Luther 2017 besprochen. Die Buße als Befriedigung der Gerechtigkeit Gottes, das unblutige Opfer der Messe, die Eucharistie, die Transsubstantiation, die letzte Ölung, das Fegefeuer und die Gebete für die Toten aus Babylon stammen, kann man dann nicht mit Recht das allgemeine System Roms als babylonisch bezeichnen? Wer jetzt Nein sagt, den bitte ich um eine Erklärung. Und wenn das bereits Berichtete wahr ist, wie sollten wir dann Gott danken, dass wir von einem derartigen System durch die gesegnete Reformation befreit wurden? Halleluja! Die Reformation hat uns von derartigen Falschlehren befreit. Vor 500 Jahren. Und wie dankbar sind wir den Reformatoren heute noch? Naja, die Frage wird, glaube ich, auch in Luther 2017 ganz gut beantwortet. Und die wird auch ganz gut beantwortet, wenn ihr selbst irgendwelche Kirchengänger seid, wovor ich nur warne, irgendeine Kirche zu betreten, weder eine protestantische und schon gar keine katholische. Das ist alles Abfall. Welch große Wohltat ist es, davon befreit zu sein, auf solche betrügerischen Mittel zu vertrauen, die Sünde genauso wenig wie das Blut von Stieren oder Böcken wegzunehmen vermögen. Welch glückseliges Gefühl ist es, dass das Blut des Lammes, das durch den Geist Gottes an das schmutzigste Gewissen gesprengt wird, es vollständig von toten Werken und Sünde reinigt. Wie tief sollte unsere Dankbarkeit sein, wenn wir wissen, dass wir in all unseren Versuchungen und Sorgen zuversichtlich zum Thron der Gnade treten dürfen, nicht im Namen eines Geschöpfes, sondern in dem des ewigen und geliebten Sohnes Gottes, und dass dieser Sohn als höchst liebevoller und mitleidiger Hohepriester wirkt, der von dem Gefühl unserer Schwächen berührt wird, da er in allem versucht wurde, gleich wie wir, und doch ohne Sünde blieb. Während der Gedanke an all
dies und liebevolles Mitgefühl für die getäuschten Sklaven der päpstlichen Tyrannei einflößt, sollte er sicherlich bewirken, dass wir selbst in der Freiheit stehen, zu der Christus uns befreit hat, und uns selbst frei machen, so dass weder wir noch unsere Kinder je wieder in das Joch der Knechtschaft verwickelt werden. Der Knechtschaft Babylons, der Knechtschaft der Synagoge Satans, der Knechtschaft der römisch-katholischen Kirche, die ihre Macht nicht nur spirituell ausübt, sondern ihre Macht vor allen Dingen durch den Staat ausübt, durch die zivilen Gesetze, die römisch-katholisch-kanonisch sind, und wir alle nur durch dem Buchstaben des Gesetzes zu folgen, katholisch gemacht werden. Weil das Gesetz ist nicht das Gesetz Gottes. In der vorherigen Lesung von Babylon nach Rom hatte ich ja das Bild eingeblendet von Tacitus, heißt er, glaube ich, der die Aussprache geprägt hat, je korrupter ein Staat, desto mehr Gesetze erlässt er. Und ich hatte dabei geschrieben, ja, das sollte man sich auch mal in unserem heutigen System überlegen, ob da nicht noch ein Funken Wahrheit dran ist. Je korrupter der Staat, desto mehr Gesetze erlässt er. Wie korrupt ist dann bitteschön Gott, der gerade mal 10 Gesetze erlassen hat, um uns mitzuteilen, wie wir mit ihm umzugehen haben und wie wir miteinander umzugehen haben? Oder wie korrupt war dann Jesus Christus, als er diese 10 Gebote auf 2 verkürzt dargebracht hat, indem er sagte: Liebe Gott, den Vater im Himmel, mit all deinem Herzen, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Macht und deiner ganzen Seele. Und liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. 2 Gesetze. 10 Gesetze. Und wie viele Gesetze gibt es heute? Im Reich des Antichristen, in dem wir groß werden, in dem wir leben? Kann man die überhaupt noch zählen? Gibt es überhaupt eine Bibliothek, die groß genug ist, um die ganzen Gesetze zu beherbergen? Da sollte man auch mal drüber nachdenken. Nun, ich bin jetzt am Ende des 4. Kapitels angelangt. Es ist zwar keine ganze Stunde geworden, aber das nächste ist jetzt Kapitel 5. Da geht es weiter mit Bräuche und Zeremonien und fängt auch ganz interessant an mit Götzenprozessionen. Ja, Götzenprozessionen, Götzen. Du sollst dir kein Bildnis machen von Dingen im Himmel, auf der Erde oder dem Wasser unter der Erde. Du sollst dich da nicht niederbeugen, du sollst sie nicht anbeten und so weiter und so weiter. Also ein sehr interessantes Kapitel, aber das verschiebe ich dann doch auf eine nächste Lesung. Also anstatt einer Stunde wird das halt nur 50 Minuten und ein bisschen. Aber ich hoffe, dass ihr soweit habt folgen können, dass ihr ein bisschen was gelernt habt und dass ihr es ein bisschen interessant fandet. Also ich habe selbst während dieser Lesung immer noch mal wieder ein bisschen beigelernt, auch wegen meiner ganzen Kommentare, die ich da noch mit einschmeiße. Mir hat Spaß gebracht und ich freue mich auf die nächste Lesung, dann Kapitel 5 von Babylon nach Rom. Und bis dahin danke ich euch fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Kommentare, für eure Ermunterungen und Vorschläge. Und bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Hour of the Truth, Stunde der Wahrheit, wünscht euch noch einen weiteren schönen Tag. Das habe ich auf dem Sabbat aufgenommen. Für diejenigen, die das vielleicht auch auf dem Sabbat hören oder sehen, auf jeden Fall einen schönen und gesegneten Sabbat. Gott schütze, behüte und segne euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.